Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Star Stable Story Quest. Ich fange da an, wo ich letztes Mal aufgehört habe, bei Harold in Silverglade. Wir backen Kekse. Hey. Einmal im Monat beliefern wir das Schloss mit einer Dose Plätzchen. Das hier sind Kardamom-Plätzchen. Die Baroness liebt sie. Kannst du sie bitte zu ihr bringen? Reite dort auf deinem wunderbaren Pferd hin, du wirst ruckzuck dort sein. So, Abmarsch dahin. Oh, die ist am Schlaf. Gut, nachdem ich jetzt gerade erstmal zum Weingut gerannt bin, bin ich jetzt auch am Schloss angekommen. Niemand öffnet die Tür. Da bleibt nichts anderes übrig, als zum Geschäft zurückzukehren. Außer du möchtest ein Kardamom-Plätzchen probieren. Sie riechen ziemlich gut. Da niemand die Tür öffnet, scheint es das Beste zu sein, zum Geschäft zurückzukehren. Ja. Hat eben keine Plätzchen fürs Schloss. Niemand hat hier im Schloss die Tür geöffnet. Da gab es ein paar Gerüchte in letzter Zeit. Jemand hat erzählt, dass dort ein Mädchen weinen hören konnte. Ehrlich gesagt weiß ich nicht, was ich glauben soll. Die Baroness scheint ängstlich in letzter Zeit. Ob ich selbst jemanden zum Weinen habe? Ob ich schon selbst jemanden weinen hören habe? Eigentlich nicht. Ehrlich gesagt hört sich das für mich wie eine dumme Geistergeschichte an. Aber du kannst natürlich die Baroness persönlich fragen, wenn du sie siehst. Die Baroness ist die Besitzerin des Silverglade Landgut und des Weingartens. Die Silverglades sind seit Generationen die einflussreichste Familie in Yorvik. Hier sind ein paar Proben von Weinflaschen, nach denen die Baroness gefragt hat. Schau nach, ob du sie dem Butler bringen kannst. Er sollte im Weingarten sein. Du musst vorsichtig reiten. Die Flaschen sind sehr zerbrechlich. Ich habe keine Anzeige, dass hier irgendwas kaputt geht. Also brauche ich ja nicht vorsichtig sein. Fräulein? Oh, die Flaschen. Sehr gut. Danke sehr. Was? Ja, der Winter war sehr extrem, auch für das Landgut. Wie es der Baroness geht. Du hast mitbekommen, dass sie sehr beschäftigt ist. Sagen wir mal so, sie hat sich viele Sorgen wegen der GED gemacht. Sie baut zurzeit eine neue Reitstrecke, was natürlich auch sehr viel Zeit und Mühe beansprucht. Ich werde sicherstellen, dass sie die Flaschen bekommt. Vielen Dank, junges Fräulein. Auf Wiedersehen. Pardon? Ein Stall? Natürlich haben wir einen Stall. Das Silverglade Pferdesportcenter, der nobelste Stall in Jorvik. Du kommst aus Moorland? Du solltest auf jeden Fall unser Pferdesportcenter besuchen. Es behaust ein paar der besten Pferde dieser Insel. Warum sprichst du nicht mit Linda? Warte, was sag ich denn da? Nicht Linda. Nicht Linda. Dort drüben sind ein paar andere Stallmädchen. Ich glaube, eine von ihnen heißt Judy. Sie wird dir helfen. Da ist Sabine. Hallo Saga. Natürlich weiß ich, wer du bist. Ich bin so froh, dass du da bist. Ich bin übrigens Judy. Ich habe vorhin mit Thomas Moorland gesprochen und er hat mir gesagt, dass du und Soulhorse ein tolles Team seid. Ja, ich habe Soulhorse nicht mehr dabei, aber ja. Das macht mich wirklich glücklich. Dass Soulhorse das Pferd ist, mit dem ich... Oh, das Soulhorse das Pferd ist, mit dem ich damals als Stallmädchen angefangen habe.
Er ist ein tolles Pferd und verdient eine Reiterin, die ihn versteht. Ja, er gammelt im Stall. Wie auch immer. Wir brauchen mehr Personal, seit Linda gegangen ist. Thomas hat gesagt, wenn du vorbeikommst, könnte ich dich fragen, ob du Lust hast, hier ein wenig auszuhelfen. Nein. Hab ich nicht. Hast du schon die Baroness getroffen? Das überrascht mich nicht. Sie ist in letzter Zeit regelrecht hysterisch, wenn man sie denn mal sieht. Es scheint so, als würde sie mehr und mehr Zeit im Schloss verbringen. Gott weiß, was sie dort treibt. Kannst du bitte so lange im Stall aushelfen, bis Thomas dich wieder braucht? Oh. Gott sei Dank, du hast ja gesagt. Okay, also was du machen musst, ist den Pferden Heu geben, sie pflegen, die Boxen ausmisten. Du kannst das machen, sobald du es für nötig hältst. Mehr Infos findest du auf der Tafel im Garten. Ich bin in der Nähe, falls du etwas brauchst. Ich denke, du wirst das gut hinkriegen. Du siehst wie ein ziemlich schlaues Mädchen aus. Womit wir gerade dringend Hilfe brauchen, sind die Wasserleitungen. Wir haben gerade das Wasser angemacht und die Leitungen sind undicht. Sie müssen im Winter durch die Kälte Schaden genommen haben. Kannst du die undichten Stellen finden? Reite dort auf Nacho hin und wenn du eine undichte Stelle findest, dreh den Hahn an dieser Stelle zu. Okay. Ich war immer noch bei der Haupt. Ja. Ich habe das irgendwie damals nicht als Hauptquest wahrgenommen. Oh, Nacho hat Schwierigkeiten mit der Trense. Ich würde dir gerne eine Gebisslose besorgen, aber ich bin zu klein für den Level. Das Wasserrauschen ist sehr laut. Ich hoffe, man hört mich trotzdem noch. Nein! Ach, man kann dafür sitzen. Okay. Good to know. Hast du auch eine Hauptquest? Oh. Ja. Ja, wir gehen mit der bei Judy ab. Oh, Mama. Du hast alle undichten Stellen gefunden. Fantastisch. Du glaubst nicht, wie glücklich ich bin, dich hier zu haben. Also, ich habe gehört, dass du ein bisschen herumreitest und ich habe mich gefragt, ob du mir vielleicht einen Gefallen tun könntest. Wir untersuchen gerade den Boden um den Weingarten herum und die Ergebnisse sollten jetzt fertig sein. Könntest du vielleicht für mich nachgucken? Und weißt du was? Könntest du einen Trieb von einem der Weinstöcke mitbringen? Wir werden diese ebenfalls testen. Benutze dazu diese Gartenschere. Ich hatte diese Sonja schon losgeschickt, um mir einen Trieb zu bringen, aber sie scheint keine finden zu können.
Das ist es schon. Danke, Sarah. Du bist wirklich hilfreich. Interessant, sehr interessant. Danke, dass du mir damit geholfen hast. Hier sind ein paar Sachen, die du benutzen kannst, um die Wasserleitungen zu reparieren. Ah, okay. Ich glaube, ich hätte das vorher alles zusammen. Egal. Egal. Dann mache ich es halt einzeln. Oh, toll. Jetzt lass uns nur hoffen, dass die Leitungen ein wenig halten. Wir haben noch etwas anderes zu tun, nicht wahr? Gut, aber die Baroness werden wir nächstes Mal treffen. Das heißt, ich bedanke mich fürs Mitschauen und vielleicht bis zum nächsten... Fürs Zuschauen, doch, fürs Mitschauen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und vielleicht bis zum nächsten Mal. Ciao.